Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Sophie Lutherbeck von Urgewalt und wir starten hiermit diese Woche unsere Reihe oder unsere Webinarreihe Banks Against Future. Und kurz zu Urgewalt, falls es jemand nicht kennt, wir sind eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation, die vor allem die Finanzindustrie in den Fokus nimmt. Und wir haben vor kurzem unsere Kampagne Banks Against Future gestartet und das Ganze ist daraus entstanden, dass viele Leute sich gerade vor allem der For-Future-Bewegung widmen und wir aber sehen, dass gerade die Banken eben noch massiv an der Kohle festhalten und trotz der Klimakrise, die wir haben und gerade diesen fossilen Unternehmen das Geld geben. Und daraus ist eben diese Webinarreihe entstanden. Und genau, mehr dazu wird aber gleich auch die Referentin Heffer sagen. Im ersten Webinar heute geht es vor allem darum, um das Geld hinter der Kohle, also wie macht man Divestment und warum überhaupt. Und der Vortrag wird jetzt circa eine halbe Stunde dauern und danach ist 20 Minuten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Fragen können gerne auch schon jetzt in den Chat geschrieben werden, also während des Vortrages. Dann sammle ich die und wir machen am Ende die Fragereihe. Genau, und dann würde ich jetzt einfach an Heffer übergeben. Viel Spaß. Ja, danke schön, Sophie. Also, willkommen zu dem ersten Webinar aus unserer Reihe. Ich werde heute über die Wirkungskraft von Finanzkampagnen sprechen. Und da es das erste Webinar aus unserer Serie ist, werde ich auch ein paar grundlegende Finanzbegriffe erläutern. Aber keine Angst, das wird sich auf ein Minimum beschränken. Dann mal los. Der Lyriker und Dramatiker Bertolt Brecht hat einmal gesagt: Das Böse ist nichts Abstraktes. Es hat eine Telefonnummer und es hat eine Adresse. Und wir von Urgewalt würden hinzufügen, es hat auch ein Bankkonto. Egal um welches Umweltproblem es geht, ob es um die Zerstörung von Wäldern geht oder um die Verschmutzung von Wasserläufen oder um den Klimawandel. Immer sind auch Finanzinstitutionen mit im Spiel. Nehmen wir das Beispiel der Kohleindustrie, den wichtigsten Treiber des Klimawandels. Von der 1 Grad globalen Temperaturerhöhung, die wir jetzt schon erleben, sind rund 0,3 Grad direkt auf die Verbrennung von Kohle zurückzuführen. Und hinter jeder Kohlemine und jedem Kohlekraftwerk stehen Banken und Investoren, die diese Projekte überhaupt erst ermöglichen. Denn Kohleprojekte sind teuer. Den Bau eines neuen 600 Megawatt Kohlekraftwerks kostet rund 2 Milliarden US-Dollar. Die Kosten für die Erschließung von Kohleminen sind immer auch standortabhängig, können aber ähnlich teuer sein wie der Bau eines Kohlekraftwerks. Das Beispiel der Carmichael-Kohlemine in Australien zeigt dies. Auch sie wird mindestens 2 Milliarden US-Dollar kosten. Firmen finanzieren diese Projekte niemals alleine. Im Regelfall decken sie rund ein Viertel bis ein Drittel der Projektkosten durch ihr Eigenkapital ab. Rund zwei Drittel bis drei Viertel der Projektkosten werden jedoch durch Fremdkapital, also durch Schulden, abgedeckt. Und es gibt für Firmen jetzt prinzipiell drei Wege,
wie sie an dieses Fremdkapital kommen. Wenn sie durch die orangene Tür gehen, dann gehen sie den Weg einer Projektfinanzierung. Hier wird der Kredit durch das Projekt selbst besichert. Das wird gerne dann gemacht, wenn mehrere Firmen zum Beispiel gemeinsam ein Kohleprojekt realisieren. Sie gründen dann eine eigene Projektgesellschaft und nehmen einen Projektkredit auf. Und falls alles schief geht, hat die Bank am Ende das Projekt selber als Sicherheit. Das bedeutet, dass für einen Projektkredit die Bank sehr, sehr genau prüft und sich in alle Details eines solchen Projekts reinfuchst. Die zweite Möglichkeit, die eine Kohlefirma hat, ist, einen Firmenkredit aufzunehmen. In diesem Fall haftet die Firma mit ihrem Vermögen für den Kredit. Diese Art von Finanzierung ist in der Regel, gerade wenn es sich um ein großes, etabliertes Unternehmen handelt, ist für die Firma günstiger als ein Projektkredit aufzunehmen, weil hier die Banken nicht ganz so tief reinschauen müssen. Die dritte Möglichkeit, also die blaue Tür, ist, dass die Firma eine Anleihe oder neue Aktien auf dem Markt platziert, die dann von Investoren wie große Versicherungsgesellschaften oder Pensionsfonds gekauft werden. Eine Anleihe ist wie ein Firmenkredit, nur dass es nicht einen, sondern viele Kreditgeber gibt, nämlich die Institutionen, die die Anleihe kaufen. Egal welchen Weg eine Firma jetzt gehen will, sie wird immer an die Tür einer Bank klopfen. Denn Banken sind in der Regel diejenigen, die Projektkredite zur Verfügung stellen, die Firmenkredite zur Verfügung stellen und aber auch die Firmen helfen, ihre Anleihen oder Aktien am Markt zu platzieren. Letzteres nennt man Investment Banking und das ist ein Geschäft, in dem die Deutsche Bank sehr groß ist. Hier sieht man Luise Neubauer, wie sie im letzten Jahr bei der Aktionärsversammlung der Deutschen Bank die Bank dafür kritisiert, dass sie so viel Finanzdienstleistung für die globale Kohleindustrie zur Verfügung stellt. Die Antwort des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Christian Sewing, darauf war: Wir stellen keine Finanzierung für den Bau neuer Kohlekraftwerke bereit. Das klingt erstmal gut, aber es bezieht sich nur auf direkte Projektfinanzierung, also auf die orangene Tür, die wir vorhin gesehen haben. Das heißt, die blaue Tür, die grüne Tür, die sind noch offen. Die Deutsche Bank stellt trotzdem Firmenkredite bereit für Firmen, die neue Kohlekraftwerke bauen und macht auch Investmentbanking für diese Firmen. Und wenn wir mal auf überhaupt die Kreditvergabe schauen für Firmen, die neue Kohlekraftwerke bauen, dann stellen wir fest, dass nur 20% der Kredite, die an diese Firmen fließen, Projektkredite sind und 80% sind Firmenkredite. Das heißt, es ist wesentlich wichtiger, einen Ausschluss von Firmenkredite und von Investmentbanking-Leistungen für die Kohleindustrie zu stoppen. Wenn wir jetzt erstmal weltweit schauen, dann sehen wir, dass es heute schon über 30 große kommerzielle Banken gibt, die eine Projektfinanzierung für neue Kohlekraftwerke und Kohleminen ausschließen. Was allerdings noch nicht erreicht ist, dass die gleichen Banken auch Firmenkredite und Investmentbanking für die Kohleindustrie ausschließen. Um das wirksam zu tun, muss man allerdings erst überhaupt feststellen, welche Firmen gehören überhaupt zur Kohleindustrie.
Viele Menschen denken, dass die Finanzindustrie genau weiß, welche Firmen Kohlefirmen sind. Ganz so einfach ist es aber nicht immer. Wenn wir mal auf diese Beispiele schauen, dann käme eigentlich niemand darauf, dass eine Firma, die Lemur Resources heißt, eigentlich Kohleminen in Madagaskar entwickelt. Oder wenn man auf die Webpage der Firma Shine Energy geht in Australien, dann sagt diese Firma, dass sie vor allen Dingen die Energiewende in Australien voranbringen will. Wenn man aber jedoch tiefer gräbt, stellt man fest, dass Shine Energy ein neues Kohlekraftwerk in Australien bauen will. Damit tatsächlich alle Firmen, die eine wichtige Rolle spielen in der Kohleindustrie, sichtbar werden für die Finanzindustrie, hat Urgewall die Global Coal Exit List zusammengestellt. Die Global Coal Exit List betrachtet die gesamte Wertschöpfungskette der thermischen Kohle. Das heißt, sie umfasst nicht nur Kohlebergbaufirmen und Energieversorger, die Kohle verbrennen, sondern sie schaut sich auch Firmen an, die Kohlehändler sind oder die die Kohle transportieren vom Kraftwerk, von der Mine zum Kraftwerk oder Firmen, die Kohle in Gas oder Öl umwandeln. Sie schaut sich auch an, welche Firmen Kohlehäfen bauen oder andere Kohleinfrastruktur und welche Firmen Ausrüstung für Kohlekraftwerke produzieren oder den Bau von Kohlekraftwerken durchführen. Insgesamt befinden sich 746 Firmen in unserer Datenbank und sie bilden rund 90% der globalen Kohleindustrie ab. Wir benutzen 3 Kriterien, um zu entscheiden, ob eine Firma auf der Global Coal Exit List sein sollte. Und ich will gerade mal kurz was zu diesen Kriterien sagen, weil sie auch abbilden, wie eine gute Divestment Policy aussieht. Zum einen schauen wir uns an, wie abhängig ist das Geschäftsmodell einer Firma von der Kohle. Das heißt, alle Firmen, die über 30% von ihrem Umsatz mit der Kohle machen oder über 30% ihres Stroms durch Kohlekraftwerke produzieren, landen auf unserer Liste. Das ist das, was wir das relative Kriterium nennen. Dann haben wir aber auch ein absolutes Kriterium, und zwar umfasst das die größten Kohlekraftwerksbetreiber und die größten Kohleproduzenten. Also alle Firmen, die über 20 Millionen Tonnen Kohle im Jahr produzieren oder über 10 Gigawatt installierter Kohlekraftwerksleistung haben. Und bei diesem Kriterium geht es darum, wirklich die Größten der Branche zu erfassen, selbst wenn sie unter 30% ihres Umsatzes mit der Kohle machen oder unter 30% ihrer Stromproduktion mit der Kohle machen. Das betrifft vor allen Dingen sehr diversifizierte Firmen, die große Player in der Kohleindustrie sein können, aber eben dieses erste relative Kriterium nicht unbedingt entsprechen. Und das dritte Kriterium, da geht es um Expansion. Die Global Coal Exit List enthält alle Firmen, die neue Kohleminen planen, neue Kohlekraftwerke oder zum Beispiel neue Kohletransportinfrastruktur wie Kohlehäfen oder Kohleeisenbahnplan. Und ich will jetzt ein bisschen eingehender über dieses dritte Kriterium sprechen, weil wir das besonders wichtig finden. Wenn man schaut, was sich seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens getan hat, stellt man fest, dass die globale Kohlekraftwerksflotte weiter gewachsen ist. Und zwar um 116 Gigawatt. 116 Gigawatt, das ist rund
2,5-mal so viel an neuer Kapazität wie alle deutsche Kohlekraftwerke zusammengenommen. Und was noch schlimmer ist, es sind noch weitere 570 Gigawatt geplant. Und wenn diese 570 Gigawatt gebaut würden, wäre das eine Steigerung von 28% in Bezug auf die gesamte globale Kohlekraftwerkskapazität. Das muss auf jeden Fall verhindert werden. Wenn man schaut, wo diese neuen Kohlekraftwerke geplant sind, dann geht es hier um 50 Länder weltweit. Das sind Länder wie Myanmar, Länder wie Indonesien, Thailand, Russland, natürlich auch Indien und China, und selbst in Deutschland soll ja noch ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb genommen werden. Überall in all diesen Ländern gibt es massiven lokalen Widerstand gegen diese Projekte. Das Problem ist jedoch, dass die Finanzierer dieser Projekte häufig in anderen Ländern sitzen und gar nicht direkt betroffen sind von diesen Protesten. Umso wichtiger ist, dass es in den Ländern, wo es die größten Banken und Investoren gibt, dass es hier auch Proteste geben muss und dass wir die Geldflüsse an diese Projekte stoppen. Was die Global Coal Exit List macht, ist, dass sie sichtbar macht für die Finanzindustrie, wer genau die Firmen sind, die neue Kohlekraftwerke planen. Man kann, wenn man in die Liste reinschaut, sehen, dass es hier genau um 258 Firmen geht, weltweit, die für diese Projekte verantwortlich sind. Und wenn man schaut, was übereinstimmend Klimawissenschaftler sagen und aber auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, dann ist es, dass keine neuen Kohlekraftwerke mehr ans Netz gehen dürfen. Diese Projekte würden Jahrzehnte noch laufen und das können wir uns nicht leisten. Und man kann ganz klar deshalb heute sagen, dass Finanzinstitutionen, die diese Firmen noch finanzieren, in welcher Form auch immer, im Grunde sich gegen das Pariser Klimaabkommen positionieren und sich gegen das Ziel positionieren, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wofür die Global Coal Exit List auch gut ist, ist, dass sie uns ermöglicht, wenn also neue Kohle-Policies einzuschätzen, die von Finanzinstitutionen verabschiedet werden. Und sie erlaubt uns zu sehen, wie groß oder wie klein die jeweiligen Divestment-Schritte sind. Wir konnten zum Beispiel mit Hilfe der Global Coal Exit List sehen, dass die neue Kohle-Policy, die BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, bekannt gegeben hat, doch nicht besonders ambitioniert ist, weil sie letztlich nur 20% der Firmen, die auf der Global Coal Exit List sind, betrifft. Das heißt, 80% des Problems bleibt immer noch in BlackRocks Portfolio. Aber die wichtige Frage ist ja jetzt, wie ändern wir das Verhalten von Finanzinstitutionen? Wie bringen wir sie dazu, andere Entscheidungen zu treffen? Ganz wichtig ist hier das Naming und Shaming, überhaupt bekannt zu machen. Wer finanziert denn zum Beispiel noch Firmen, die neue Kohlekraftwerke oder neue Kohleminen entwickeln wollen? Wer versichert die Industrie?
Und was Urgewalt tut, ist, dass wir diese Dinge recherchieren und versuchen, sie an die Öffentlichkeit zu bringen. Hier ist zum Beispiel ein großer Artikel, der im Dezember erschienen ist, darüber, welche europäische Banken Teil des Problems sind. Wir bringen diese Themen auch auf die Aktionärsversammlung der Banken und Investoren und rufen praktisch die Investoren in die Banken oder die Investoren in die Investoren auf, auch dieses Problem zu adressieren und sich für neue, stärkere Policies einzusetzen. Am wichtigsten ist aber öffentlicher Protest. Und zwar vor Banken. Hier ist ein schönes Bild eigentlich aus Australien. Und zwar stehen hier Kunden der großen australischen Bank ANZ, um ihre Kreditkarten, ihre Kontokarten an die Bank zurückzugeben. Aus Protest gegen die Finanzierung von fossiler Energie durch ANZ. Hier ist ein Protest vor einem der größten Rückversicherer weltweit, vor der Münchener Rück. Solche Proteste haben eine wichtige Wirkung auf Finanzinstitutionen. Und tatsächlich sehen wir, dass einige sehr große Player sich schon bewegt haben. Ein Beispiel ist die französische Bank Crédit Agricole. Crédit Agricole ist die achtgrößte Bank der Welt und sie schließt nun Kohlefirmen, alle Firmen, die über 25% ihres Umsatzes mit der Kohle machen, von jeglicher Kreditvergabe aus. Ein anderes gutes Beispiel ist AXA. AXA ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft der Welt. Und AXA war einer der Institutionen, die 2015 als erste einen ersten Ausschluss von Kohlefirmen unternommen haben. Allerdings hat dieser Ausschluss damals nur 50 Kohlefirmen umfasst. AXA ist eingestiegen praktisch, dass sie gesagt haben, wir schließen alle Firmen aus, die über 50% ihres Umsatzes mit der Kohle machen. In 2017, kurz nachdem wir die Global Coal Exit List rausgebracht haben, hat AXA die Global Coal Exit List genutzt, um 200 weitere Kohlefirmen auch aus ihrem Portfolio auszuschließen, indem sie einen Teil unserer Kriterien übernommen hat. 2019 hat AXA dann nochmal weitere 500 Firmen aus ihrem Portfolio ausgeschlossen. Und zwar wieder unter Zuhilfenahme der Global Coal Exit List. Und AXA ist einer der Konzerne heute, die inzwischen praktisch alle 750 Kohlefirmen in der Global Coal Exit List von ihrem Investment ausschließen. AXA ist aber im Hauptgeschäft, ja, ist ja nicht nur ein großer Investor, ist ein Versicherer. Und AXA hat nicht nur aufgehört, direkte Versicherungsleistungen für Kohlekraftwerke und Kohleminen bereitzustellen, hat sich aber auch auf den Standpunkt gestellt, dass Firmen, die jetzt noch neue Kohlekraftwerke oder Minen entwickeln, von jeglicher Versicherungsleistung ausgeschlossen werden sollten. Das heißt, dass diese Firmen bei AXA auch keine Haftungsversicherung mehr für ihre Vorstände abschließen können oder keine Versicherung von ihrem Fuhrpark mehr, keine Art von Versicherung. Wenn wir weltweit schauen, dann kann man sagen, dass in den 3 Jahren, seitdem die Global Coal Exit List zum ersten Mal veröffentlicht wurde, europäische Investoren, die ein Vermögen von 10 Billionen US-Dollar darstellen, heute die Global Coal Exit List nutzen, um Kohlefirmen aus ihrem Portfolio auszuschließen. Das ist Geld, was nicht mehr zur Verfügung steht für die Kohleindustrie. Und einfach, um ein Gefühl dafür zu kriegen,
10 Billionen, wie viel ist das? Das ist eine furchtbar große Zahl erstmal. Es wird geschätzt, dass das globale verwaltete Vermögen um die 100 Billionen US-Dollar weltweit umfasst. Das heißt, ein Zehntel dieser Summe ist schon bewegt worden. Jetzt, und zu den Institutionen, die dazugehören, sind eben AXA, ist Crédit Agricole und aber auch andere Banken und Versicherungen, vor allen Dingen in Europa. Ich kann euch aber schon mal so viel raten, die Deutsche Bank ist nicht dabei. Es ist die Frage, es ist ja immer noch nur ein Zehntel, was hier bewegt worden ist, und hat das schon eine Wirkung? Und welche Wirkung hat das? Hier seht ihr ein Zitat von dem Vize-CEO von Adaro Power. Adaro Power ist die zweitgrößte Kohlefirma Indonesiens. Und er hat hier auf einer Konferenz, wo die Kohleindustrie sozusagen unter sich war, festgestellt, es wird immer schwieriger, eine Finanzierung für neue Kohlekraftwerksprojekte zu finden, da viele europäische Banken und Versicherer die Kohle nun ausschließen und auch in Japan Finanzinstitutionen anfangen, es ihnen nachzumachen. Das ist jetzt keine vereinzelte Klage. Wenn man schaut, wie diese Konferenzen der Kohleindustrie ablaufen, das wirkt manchmal schon wie so eine etwas traurige Therapiegruppe, wo alle sich gegenseitig beschweren, wie schwer alles geworden ist. Hier ist der CEO von Eskom. Eskom ist der größte Kohlekraftwerksbetreiber in Südafrika, der auch sagt, es wird fast unmöglich, neue Finanzierung für unsere Projekte zu finden. Und wir sehen in manchen Fällen schon, dass einzelne Kohlekraftwerksentwickler anfangen, ihre Projekte zu stoppen. Hier ist das Beispiel eines großen Energieversorgers aus Hongkong, die Firma China Light and Power, die erst im Dezember gesagt hat, dass sie alle Investitionen in neue Kohlekraftwerke auch in laufende Projekte stoppen wird. Was also jetzt einfach passieren muss, ist, wir müssen schneller werden, weil der Ausstieg aus der Kohle läuft immer noch nicht schnell genug. Und eine hervorragende Möglichkeit für uns hier in Europa bietet die Tatsache, dass der nächste Klimagipfel der Vereinten Nationen auch in Europa sein wird und dass das Thema Finanzen hier ein Hauptthema sein wird. Wir hoffen sehr, dass ihr euch motiviert fühlt, die Banks Against Future Kampagne auch zu eurer eigenen Kampagne zu machen. Weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Finanzinstitutionen zu sagen, so geht es nicht weiter. Vielen Dank. Ich freue mich auf eure Fragen. Und auch wenn Fragen nach dem Webinar kommen, euch noch einfallen, beziehungsweise wenn wir es jetzt nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, dann schickt uns die gerne noch per Mail. Dankeschön.